Unser geliebter König ist von uns gegangen. Und wir warten alle auf den Weisenspruch unseres hohen Priesters. Er hatte einen Traum, in dem er den neuen König vor sich sah. Bisher hatte er immer recht. Nur zu, mal das Abbild des Auserwählten auf den heiligen Felsen. Und enttäusch mich nicht, sonst endest du wie unser guter alter König. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Das lasse ich mir nicht gefallen. Unverschämtheit. Oh, bin ich das etwa? Der Kanzler? Nein! Hoppla! Oh, dafür wirst du bezahlen! Was war das? Wo ist Snorre? Snorre? Ich dachte, er wäre dicht hinter mir, Halvar. Papst, das ist Snorre. Suchen wir ihn. Thure, wo hast du ihn zuletzt gesehen? Naja, wir waren nicht wirklich. Er wollte. Er ist in die Richtung gegangen. Warum hast du ihn überhaupt alleine gehen lassen? Naja, ich hab's ihm gesagt, aber er wollte nicht auf mich hören. Er war ziemlich wütend und, Das Bild sieht aus wie Snorre. Da lang! Halt! Ein Fetzen von Snorres Hemd? Er muss mit jemandem gekämpft haben. Oh je! Oh! Ach! Heuschnupfen! Los, kommt! Aus dem Weg, Männer! Ich werde dieses Tor eintreten! Warte! Was wollt ihr denn schon? Die Krönung ist doch erst morgen früh. Wir gehen nicht eher, bis wir... Oh. Was für eine Krönung ist das denn genau? Na, wir krönen unseren neuen König. Wen denn sonst? Natürlich! Vielleicht können wir reinkommen und euch dabei helfen. Wir sind waschechte Fachleute für Königskrönungen. Letzten Monat haben wir den König von Schweden gekrönt. Oh ja. Genau so ist es. Ja, allerdings. Ja, schön, dann kommt rein. Lodge soll entscheiden, ob er euch brauchen kann.